Willkommen zurück, Leute, zu Mario und Luigi Dream Team Brothers. Ja, wir können jetzt endlich in die erweiterte Traumzone, nachdem wir die drei Traumeier bekommen haben. Und ich würde einfach sagen, schauen wir uns das mal an, was es hier so Feines gibt. Ja, erstmal nichts, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin mal gespannt, wie lang diese Traumzone jetzt noch wird, weil bis jetzt war die Traumzone ja auch eigentlich echt kurz, ne? Also wir waren ja schon dreimal hier drin, sozusagen, aber das war ja nichts. Das war ja eigentlich gar nichts, seien wir ehrlich, das war nichts. Warten wir es mal ab. Der Schlummerstrand, der hält uns in seinen Klauen. Okay, hier ist wieder dieses komische Luigi-Sions-Objekt. Ey, rede mal wie ein Mensch, Rollo, rede wie ein Mensch. So, dreh dich, Luigi. Zack. Ast rein. Alles klar. Die Piranha-Pflanze, ich kann ja ausweichen, theoretisch. Also ich hätte die Möglichkeit gehabt, aber will ich gar nicht. Ich denke mal, ich will gegen die kämpfen. Vor allen Dingen, weil geil, neue Gegner und so. Die wir noch nicht kennen. Wir versuchen es erstmal so ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, dass das eine scheiß Idee ist. Ist es aber scheinbar nicht. Und immer noch keiner besiegt. Okay, okay. Die halten auf jeden Fall ordentlich was aus. Da kann man nichts... Wow. Wow. Okay. Alles klar, bei einem Shy Guy nichts tun und bei dem anderen, ja, schnell springen. Okay, naja, okay, das kriegen wir hin. Das sollte alles möglich sein, aber ich muss unbedingt mal meine Brüderpunkte auffrischen, weil die sehen tatsächlich gar nicht mal so extrem gut aus, möchte ich mal sagen. Und ich habe nicht umsonst noch ohne Ende Sirup. Um das nicht zu benutzen, ne? Seien wir ehrlich, okay. Alles klar, dann ich will weiter. So, das wieder ändern. Und nimm das. Es sind echt viele Piranha-Pflanzen hier, ne? Man kann den natürlich ausweichen, wie gesagt. Die Möglichkeit besteht, ist gar kein Thema. Und ich muss sagen, ich glaube nicht, dass der Traumhammer wirklich sehr viel mehr bringt, weil ihr seht ja, wie viel die Viecher hier tatsächlich aushalten, ne? Das ist ja gigantisch und ich glaube nicht, dass der Traumhammer jetzt... Oh! Die Viecher. Ja, ist klar, okay. Aua! Na gut, okay, ist nicht einfach. Ich konnte auch gar nichts machen, oder? Bin mir jetzt gerade ein bisschen unschlüssig, ob ich was machen konnte. Jetzt darf der schon wieder, soweit ich... Ja. Ah, nimm das. Gut. Ah, Mario, jetzt brennst du schon wieder. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Mann. Scheiße. Okay, wir nehmen erstmal einen Orden. Geil, das sieht ja wirklich mehr als schlecht gerade aus für uns. So, aber für den hat es sich definitiv erledigt und für den hier auch, Gott sei Dank, meine Fresse. Ich wollte erst nach dem ersten Mal Piranha-Pflanzen kämpfen sagen, ja doch, Piranha-Pflanzen sind ja scheinbar gar nicht so schlimm. Aber, nee, ich nehme das zurück, die sind schon ganz gut kräftig. So, nimm das, ja. Vollkommen umsonst das Ganze, ne, ihr wisst es ja, aber die Erfahrungspunkte, ihr werdet es mir sonst ewig vorhalten. Rollo, du hast die Erfahrungspunkte nicht gesammelt. Und beim letzten Boss, spätestens beim letzten Boss, ne, werde ich das so bereuen, so wie ich es immer bereue. Das ist so ein Grundsatz in Rollenspielen bei mir. Beim letzten Boss stehe ich immer doof da, weil ich nicht genügend trainiert habe oder zu oft den Kämpfen ausgewichen bin. Ich krieg's nicht hin. Zumindest früher, als Kind. Ja, ich bin so gut. Also als Kind, wenn ich ein Rollenspiel gezockt habe, das konntest du immer knicken. Das war so sicher, dass ich an irgendeinen Punkt kam, wo ich keine Chance mehr hatte. Komm, geh down. Geh bitte down, geh down, geh down, geh down, geh down. Gott sei Dank. Oh. Fuck. Zehnfach, exzellent. Die sind zu stark im Moment. Die sind echt zu stark. Wenn du das verkackst, dann kriegst du so viel Damage direkt. Oh nein, okay, das ist ein Riesengebiet, Leute. Woher ich das weiß? Naja. Da oben ist ein... Das wollte ich gar nicht. Da oben ist ein Attackenfragment.
Ach so. Nein, das wollte ich auch nicht. Nein, 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 nein. Ach komm, Mario, jetzt verarsch mich hier nicht. Das mit dem Drehen ist halt wieder so eine Sache. Wenn er meine Wurstfinger nicht wirklich erkennen will. Lande da jetzt drauf. Echt, ey. Wäre ausgerastet. So, das zweite Attackenfragment. Wir haben schon eins. Wo war ich denn jetzt schon? Wo war ich denn noch nicht? Okay, hier kann ich... Ich kann aber auch hier hinten erstmal reingehen. Dann gehe ich auch erstmal hier hinten rein. Gut, müssen uns hier erstmal ein bisschen zurechtfinden. Ich merke das schon. Alles klar. Und Luigi bleibt in diesem Teil. Warum auch nicht? Okay, was ändert das? Ach so. Das Ding dreht sich mit. Ah ja. Ach so. Ja, das ist logisch. Das ist logisch. Das. Wer hätte es gedacht? Ich komme scheinbar klar. Bis zu diesem Punkt noch. Ja, okay. Gehen wir wieder nach oben jetzt. Und ja, keine Ahnung. Gucken erstmal hier, dass ich hier hinkomme. Schade, dass man das nicht von allen Seiten treffen kann. Ich meine, das wird ein bisschen was ersparen, ne? Also, nicht viel, aber... Ganz bekloppt wäre das doch auch nicht. Wow, 100 Münzen. Nein! 100 Münzen ist natürlich sehr krass. Okay... Ah. Ultrapilz. Alles klar. Nehmen wir natürlich auch gerne. So. So und. Zuck. So, ich muss mal einmal kurz auf die Karte gucken, was ich hier überhaupt. Nee, da kann ich sonst nicht. Okay, das war's hier auch in diesem Bereich, scheinbar. Dann ging es hier tatsächlich nur um das Attackenfragment. Aber das ist okay. Ein Attackenfragment ist natürlich auch ein Feinding, ne? Ich bleib dabei. Ein Attackenfragment ist super. So. Gucken wir mal hier. Oh, Luigi ist wieder da. Alles klar, wir brauchen also nichts mehr umändern. Das ist schön. Hier müssen wir den müssen wir hochkriegen. Blooper. Oh. Gegen die Vase darf man nicht kommen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So. Machen wir was. Ich weiß nicht, ob der Sprung jetzt eine gute Idee ist. Naja, es macht Schaden. Wie auch immer. Es macht Schaden. Und da kommen jetzt die Blooper raus. Ja, da kommen sie raus. Ja. Na gut. Bisschen vorsichtiger diesmal. Der greift mich nicht an. Der greift mich an. Und der auch. Okay. Ich könnte die wahrscheinlich auch gut selber treffen, wenn ich's drauf hätte, aber ihr wisst's ja. Drauf habe ich's nicht. Alles klar. Und. Bam. Auch erledigt. Okay. Der ist gar nicht mal so stark. Es geht. Bringt doch wenig Erfahrungspunkte tatsächlich. Okay. Und der bringt mir das Teil schon hoch. Alles klar. Aber bevor ich da jetzt gleich hinlatsche, gucke ich nochmal ganz kurz auf die Karte. Ja, da oben ist nämlich ein Attackenfragment. Ich hab's mir beinahe gedacht. Das fünfte. Okay, das geht doch ziemlich schnell. Also von daher... Nein, ich wollte doch... Ah, ich wollte ihn doch mit dem Hammer treffen. Das war doch der Plan. Oh nein. Oh, das kann ich doch nicht. So, und hier weiß ich schon nicht. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es eben nicht. Was soll ich denn tun, wenn ich es nicht weiß? So, ich muss unbedingt... komm, hilft alles nichts. Traumhammer, aber die Energie ist knapp. Die Energie ist echt knapp. Das könnte in die Hose gehen. Warten wir es mal ab. Nein. Schneller hoch, schneller drauf, da 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 drauf, und okay. Erledige sie einfach alle, bitte. Ach Mann, warum denn nicht?
Und jetzt machen die ihre Mega-Attacke, natürlich. Oh, der war gut, der war gut, der war gut. Da haben wir schon mal einen davon ausgewichen. Und den auch. Ah, Glück gehabt. So. Jetzt nimmt das und geht bitte alle drauf. Klappt eh nicht. Nee, die da. Ja, der war viel zu weit hinten. Jetzt noch wegen einen hier nochmal so ein Stress. Zack, super. Down. Und wieder einen Orden dazu bekommen. Und wir müssen unbedingt unsere Energie aufladen. Ganz, 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 ganz dringend. Jetzt geht das nämlich auch in die Hose. Pilze. Ich habe noch so viele Pilze. Können wir ganz locker flockig. Können wir. Ach, wir können alles immer wieder heilen, ey. Ich meine, man kriegt ja auch echt gigantisch viel Kohle, ne? Also von daher. Itemmangel braucht man wirklich nicht haben. Da hat man dann schon selbst Schuld. Nanu. Die Lösung dieses Rätsels sollte uns den Weg ins Innere eröffnen. Wahrscheinlich wird es nötig sein, die Schwerkraft zu manipulieren. Dieses Symbol hier. Es sieht genauso aus wie das andere. Wahrscheinlich müssen wir sie irgendwie zusammenbringen. Ja, okay, das ist ja einfach, ne? Ich möchte mal sagen, dass das einfach ist. So, wollen wir uns jetzt nur auf dieses Ding konzentrieren? Ja, Leute, ne? Ich denke mal, jeder hat das Rätsels Lösung auch schon gefunden. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch nochmal schwieriger in einer Version schwieriger kommt. Aber wenn nicht, ist das jetzt auch nicht schlimm. So, wenn ich das jetzt nicht gepeilt hätte, ne? Dann hättet ihr mich ruhig in den Kommentaren fertig machen dürfen. Auf jeden Fall. Weil das wäre dann schon echt lame gewesen. Los, Jungs, hier entlang. Er wieder. Er wird das jetzt nochmal erweitern, oder? Genau, Freunde, ihr habt's geschafft. Und habt ihr das zweite Traumei bei euch? Habt ihr auch all die Items aufgesammelt, die ich für euch verteilt habe? Vielleicht. Was? Moment mal, ihr sagt, ihr hättet Items und... Ich hätte Items und Monster verteilt? Niemals, Partner. Das ganze Gebiet ist ganz neu. Monster sollten da überhaupt nicht drin sein. Falls da aber wirklich Monster sind, dann müsste etwas extrem Böses sie angezogen haben. Stimmt, das wäre schlecht, wenn etwas Böses in der Traumwelt ist. Müssen wir Peach noch tiefer ins Innere bringen. Alles klar, Partner. Du weißt, was jetzt kommt. Mach das Traumei bereit. Sehr gut. Genau das solltest du bringen. Dieses Traumei wird die Traumwelt extrem anschwellen lassen. Ziemlich unglaublich, aber trotzdem wahr. Oh, spring fest, da gleich kommt's. Okay, das bedeutet also, diese Traumwelt wird extremst groß. Wenn wir das nämlich... Wir erweitern es ja nochmal. Oh mein Gott. Aber vielleicht ist das dritte Mal dann einfach nur der Boss oder so. Kann ja auch sein. Aber bevor wir da gleich hingehen, da war ja noch so eine Röhre zu dieser Blockburger-Tante oder Blockberger, keine Ahnung wie sie hieß. Diese Traumwelt hat sich vergrößert. Perfekt, so kommen wir viel tiefer in die Traumwelt und da wird es auch sicherer sein als hier. Ich bilde die Vorhaut und verteile schon mal ein paar Items für euch. Passt aber auf, dass ihr auch alles einsammelt. Denkt dran, ihr müsst es euch verdienen. Mario. Du hast also noch einmal die Traumwelt für mich vergrößert. Das ist so süß von dir. Ich werde hier warten, bis du wieder bei mir bist. Pass gut auf dich auf da draußen, lauern sich ja viele Gefahren. Ah, ist kein Ding. So, aber hier möchte ich erst einmal hin. Okay. Ist vielleicht sogar wichtig, dass wir das tun. Hier ist sie. Okay.
Willkommen. Erstmal ein Kissolatte. Ja, ja, komm. Und dann wollen wir auf jeden Fall Ausrüstung. Gib mir doch einmal vernünftige Ausrüstung, bitte, Blockhilde. Ah, der Glas, das Glaskram. Das bringt mir alle nichts. Das bringt mir alle nichts. Das gibt es doch nicht. Ja, das ist doch scheiße. Wieso bringt mir das alles nichts? Und wo verdammt nochmal bringt mich die blaue Röhre hin? Ich kann es zumindest sehen, wo sie mich hinbringt. Die blaue Röhre bringt mich an den Anfang. Okay, da wollen wir aber nicht hin. Das wäre ja Blödsinn. Da ist halt ein Speicherpunkt. Ich verstehe gar nicht, warum überhaupt Speicherpunkte in diesem Spiel sind. Weil ich kann jederzeit speichern, wenn ich lustig bin. Also wirklich jederzeit. Naja, weiß ich nicht. Die werden es schon wissen, warum. Aber hier ist ja jetzt auch wieder ein Speicherpunkt. Aber das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Ich habe hier unten ja einen Speicherbutton. Naja. Ah, da ist wieder ein Platz für Luigi. Das ist doppelt versiegelt, der Weg. Okay, dann wollen wir mal. Ups. Wurstfingeralarm. Scheiße. Na, ja, wobei. Kacke. Jetzt darf er auch noch. Ah, Mann. Erstschlag verkackt. Wollen wir mal den Traumhammer benutzen? Ich würde sagen, ja. Komm. Schauen wir mal, wie viel das bringt. Aber ich bezweifle halt, dass wir die damit töten können. Scheiße. Oh, jetzt sowieso nicht mehr. Ah, vielleicht habe ich ja noch einen zweiten Versuch, der genauso gut zählt. Aber ich glaube, der Hammer ist jetzt nicht mehr so groß, wie er mal war. 216. Na gut, das ist doch schon sehr ordentlich. Und ich glaube, wenn ich ihn besser getroffen hätte, wäre es auch noch besser geworden. Oh, ich... Oh, Mann! Was mache ich denn? Mach das doch mal ein bisschen besser. So, jetzt ist der aber auf jeden Fall down. Sollte zumindest so sein, ja. Was? Ach so. Wollte gerade sagen, warum triffst du den jetzt nicht vernünftig? Okay, da fehlt dir echt nur ein ganz bisschen. Das bedeutet tatsächlich, wenn ich das vernünftig gemacht hätte, wären die mit einem Schlag erledigt gewesen. Mann, diese dämlichen Wurstfinger. Ich kann einfach mit dem einen... Ich kann das mit dem Daumen nicht machen nebenbei. Das geht nicht. Boom. Einer ist weg. Ich finde es echt ein bisschen schade, dass ich das mit dem Daumen nicht einfach machen kann. Das wäre schön. So, 14 schon mal weg. Das ist gut. Und ihr kriegt gleich einen mit dem Traumhammer. Jupp, direkt. Keine Frage. Ich hoffe einfach mal, dass... dass jetzt niemand sagt, oh, das ist voll lame, wenn du ständig jetzt hier die Traumattacken oder die Brüderattacken raushaust. Aber eigentlich hieß es ja immer, benutzt bitte mehr die Brüderattacken. Von daher, ja, das geht einfach so viel schneller. Das kann man ja gar nicht in Worte fassen, ne? So kommen wir auch viel schneller durch, so können wir viel schneller aufleveln. Nimm das! Halt nur die Frage, will ich das denn wirklich dauernd benutzen? Das ist ja auch ein bisschen, ist dann auch wieder ein bisschen lame, aber ich kann auch einfach zweimal so machen. Ich meine, das ist ja auch nicht schlecht. Und das reicht auch, zweimal. Ich muss dann einfach nur seinen Attacken ausweichen. Und das ist ja an sich eigentlich auch nicht schwer, wenn man sich ein ganz, ganz, ganz minimales bisschen Mühe gibt, dann geht es ja. Zack und tschüss, Mann. Wunderbar. Die beiden tollen Treffer haben auf jeden Fall nochmal dafür gesorgt, dass es klappt. Ohne Schäden 31, 300. Oh, da gibt es ein Geschenk, der Bonushammer. Ah. Und Mario steigt sogar noch ein Level auf. Geile Sache. 24. Okay. Wir wollen... Na, was haben wir denn noch so? Wir könnten mal... Okay, Verteidigung wollen wir nicht... Bei Geschwindigkeit konnten wir auf jeden Fall einen guten Treffer landen, ne? Das war so gut wie sicher, deswegen habe ich das einfach jetzt auch mal genommen. Ich denke, das kann man nachvollziehen. Das sechste Attackenfragment. Das sieht doch ganz gut aus. Kann ich das mit dem Finger hier drehen? Ja, ja, mit der linken Hand geht's. Ah, fuck.
Mit dir habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh Gott. Ja, nee, dann nicht. Nein, 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 das ist ganz klare Sache, ganz klare Sache. Ja, sehr gut. Kannst es. Nee, also da mache ich jetzt hier, da mache ich gar keinen großen Film von. Müssen wir ja schon. Wir können auch mal den Traumsprung wieder benutzen. Der müsste ja eigentlich genauso gut wirken. Wenn nicht sogar besser. Keine Ahnung. Zumindest wenn ich es gut mache. Ah. Immer so einen schiefen Turm von Luigi, ey. Das geht gar nicht. Der schiefe Turm vom Pilzkönigreich. So eine Art. Naja. Naja, 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 naja. Ich glaube, das andere wäre besser gewesen. Drei von der Sorte. Scheiße. Ja, aber auf die Weise könnte es jetzt reichen. Mit einem vernünftigen Sprung kriegen wir vielleicht, sogar alle down. Piranha-Pflanze, bitte. Komm schon, mach mich glücklich, mach mich glücklich, mach mich glücklich. Nee, macht er nicht. Warum auch? Autsch. Komm schon, geh doch mal down, das gibt es doch nicht. Ah, das kann ich nicht. Das kann ich wirklich nicht. Also, keine Ahnung. Da fehlt mir Talent, Timing, was auch immer. So, das muss jetzt aber vorbei sein hier. Das muss jetzt vorbei sein. Haut ab. Geht schon weg. Haut ab. Ihr wollt nicht kämpfen. Haut ab. Warum geht ihr nicht einfach? Mann, 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 Mann. Bam. 77 macht das bei den Gegnern schon weg, ey. Die haben auch gar keine Verteidigung. Alles klar. Luigi, Level ab. Schön. Okay, sein Angriff, gucken, können wir bei Angriff, das wird wahrscheinlich sehr wenig werden. Ja, komm, zwei, was soll's. Bisschen schneller darf er ruhig sein, aber, ja, schneller als Mario wird er nie sein. Wahrscheinlich nicht mehr, die so, glaube ich nicht dran. Und schneller als irgendein Bossgegner, kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. So. Und runter. Aufwendiges Ding hier. Aufwendiges Ding. Lässt sich nicht anders sagen. Oh Gott. Zwei Röhren. Okay. War hier ein Attackenfragment? Nein, hier ist kein Attackenfragment. Das wollte ich gar nicht. Aber gleich hier hin. Ja, jetzt habe ich die Qual der Wahl, ne? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Das können wir ja mitnehmen. War hier nicht auch noch eine Röhre? Achso, die war, ja, ja. Ist okay, okay. Ja, jetzt die Frage, ne? Optionaler Weg oder kein optionaler Weg? Weil hier komme ich ja trotzdem nicht rein. Habe ich gerade kurzfristig gedacht, dass ich damit rein... Ach so, ja, doch, wäre ganz einfach gewesen, aber, ja. Ich gucke erstmal hier. Looper, geh weg. So, okay. Die waren ja relativ einfach. Oh, und 1 Million Gegner dabei, natürlich. Okay, aber das hier war ja ganz geil eigentlich. Du kriegst auf jeden Fall eine Menge down. So, und dann würde ich sagen, gibt es einen mit einem Traumhammer, weil, ja, es zieht sich sonst zu lang. Ja, der Part ist auch schon wieder relativ lang, weil ich möchte die Parts eigentlich nicht mehr unbedingt so auf über 30 Minuten bringen. Sondern schon so ein bisschen unter 30 bleiben, weil die 30 Minuten ist ja alles schön und gut, aber... Das zieht, es ist manchmal doch schon wirklich extrem lange. Vor allen Dingen ist es auch zum Aufnehmen dann so ein bisschen schwierig. Müsst ihr verstehen, ne? Also ich denke mal, man kann das nachvollziehen. Wenn ich immer 30 Minuten Parts aufnehme, muss ich auch entsprechend lange hier dran sitzen, um genügend Parts für die Woche zu haben. Ich kann mal kurz einen Orden benutzen, weil ich krieg gleich einen neuen. Und das hätte halt, ne? Der würde ins Leere gehen, wie schon so oft gesagt. Ja, also ich denke mal, man kann das nachvollziehen, dass man dann eher sagt...
Machen wir die Parts ein bisschen kürzer, denn meine Freizeit ist ja auch nicht unbegrenzt, müsst ihr wissen. Alles andere als unbegrenzt. Mein Wochenende ist kürzer, als ich dachte. Und nächstes Wochenende ist es momentan so in der Planung, dass ich nicht zu Hause bin. Das bedeutet, ja, das bedeutet, ich kann in der Zeit auch nichts aufnehmen. Ist nicht so das Problem, weil danach habe ich Urlaub. Ab nächste Woche. Nur muss ich dann zusehen, dass ich dieses Wochenende alles, im besten Fall alles für die Woche und fürs Wochenende zusammen habe. Nimm das, Mann. Und deswegen kann man dann besser vielleicht einmal einen kürzeren Part machen und dann steht man, ja, am Ende steht man halt ein bisschen besser da. Okay, die kippen dann um. Schön, schön. Nichtsdestotrotz, der Traumhammer muss dran glauben. Und dann haben wir auch schon wieder keine Brüderpunkte mehr. Aber wenn man weiß, wie das hier geht, ne, dann ist das echt cool. Aber ich muss sagen, wenn man es nicht weiß, dann ist das die Hölle. Die absolute Hölle hier. Ja, nichtsdestotrotz. Oh, ein Lakito. Aber die machen wir jetzt platt. Die machen wir jetzt sowas von platt. So, tschüss, Mann. Und der Rest bitte auch. Ja, Gott sei Dank. Okay, Leute, dann soll es das auch für diesen Part hier gewesen sein. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.